Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolf Info Aktuell. Brandenburg ist eines der leidgeprüftesten Bundesländer, wenn es um Wolfsübergriffe auf Weidetiere geht. Die dortigen Wölfe werden immer routinierter und überwinden mittlerweile jegliche Art von Herdenschutzmaßnahmen. Erfahren Sie in diesem Video auch, mit welchen Problemen die Weidetierhalter in Brandenburg noch zusätzlich belastet werden. Herzlich willkommen, Frau Kerstin Czawinski. Guten Abend. Frau Czawinski, könnten Sie uns kurz das gezeigte Video beschreiben? Ja, ich habe drin meine Milchflaschen gemacht und habe gehört, draußen ist Chaos. Und hätte ich nicht gewusst, dass vor 2 Tagen dasselbe bei meiner Nachbarschäferei gewesen ist, mit einem Kangal und einem Wolf, der sich hat amüsieren lassen, hätte ich gedacht, ich träume. Aber war wirklich so, dass ein Wolf da stand und sich über meine Hunde lustig gemacht hat. Wie wir in diesem Video dokumentierten, haben Wölfe scheinbar die Scheu vor Menschen verloren. Wie ist es denn mit Herdenschutzhunden? Die können doch eigentlich Wölfen gefährlich werden. Also ich glaube, der Wolf ist überzeugt davon, dass die Hunde da bleiben, wo sie hingehören. Und das wird ja auch verlangt von den Hunden. Würden die ausbrechen, ja, dann würde es vielleicht zum Kampf kommen, aber der Wolf ist sich sicher, die bleiben drinne und deswegen fühlt er sich überlegen und das scheint auch ein junger Wolf zu sein, der richtig austestet, der jedes Maß an Anstand verloren hat. Okay. War der schon öfters bei Ihnen? Ich kann es nicht genau sagen, also es war das erste Mal, dass ich das im Hellen beobachten kann, also ich habe rundherum ums Gehöft Kameras. Und da habe ich mich schon gewundert, warum gemächlich Wölfe vorbeilaufen. Normalerweise müssten sie rennen, wenn die Hunde Alarm machen. Da dachte ich schon, okay, haben meine Hunde verpennt. Mhm. Aber es kann sein, dass der wirklich diese Situation schon öfter mit meinen Hunden durchgespielt hat. Frau Czawinski, um in Deutschland und natürlich auch in Brandenburg Ausgleichszahlungen bei Wolfsübergriffen zu erhalten, müssen einerseits die Weidezäune bestimmten Vorgaben entsprechen und andererseits müssen Herdenschutzhunde auch zertifiziert sein. Was gilt es dabei zu beachten? Ja, in Brandenburg müssen die Hunde zertifiziert sein, müssen von der AG sein, AG-Herdenschutzhunde, und müssen die richtige Rasse sein. Dann bekommt man auch den Unterhalt bezahlt. Entscheidet man sich für eine andere Rasse, muss man selber bezahlen, weiß aber, was man hat. Also ich habe nicht die richtige Rasse, habe Potalan und bin auch sehr zufrieden, weil wie man meiner Meinung nach in dem Video sehen kann, ich bin jetzt kein Wolf und kein Hundespezialist, haben die einen guten Job gemacht. Mhm.
Ja, das bedeutet, wir haben aber in Deutschland doch auch noch Möglichkeiten, Hunde zertifizieren zu lassen. Wenn Sie die Hunde außerhalb von Brandenburg zertifizieren lassen, wird es in Brandenburg nicht anerkannt. Genau, also ich bin im Verein arbeiten Herren Schutzhunde Niedersachsen, da ich eben die falschen Rassen habe. Die sind auch von diesem Verein geprüft worden, zertifiziert. Also die beiden Hunde auf dem ersten Video sind zertifizierte Hunde, wo dann vier Hunde waren, das sind die Welpen, die sind 7 Monate alt. Die haben praktisch ihre Prüfung abgelegt, aber wird in Brandenburg nicht anerkannt. Oha, okay. Wie Sie jetzt dieser Grafik entnehmen, ist die Zahl der gerissenen bzw. verletzten Nutztiere in Brandenburg wie in Niedersachsen dramatisch angestiegen. Diese Grafik basiert auf den offiziellen Zahlen des LFU Brandenburg. Sind das Ihrer Meinung nach die tatsächlichen Zahlen? Also ich weiß, dass viele Schäfer schon nicht mehr Risse melden, weil der Zeitaufwand höher ist als das, was nachher im Endeffekt rauskommt. Dann gibt es noch das Problem, dass man untereinander sich anfeindet, wer einen Wolfsriss hat, ist zu doof oder zu faul, seine Schafe zu schützen. Also es gibt garantiert eine große Dunkelziffer. Gut, dann nehme ich dieses als Schlusswort, Frau Kerstin Czerwinski. Ich bedanke mich mal wieder vielmals bei Ihnen für das Statement und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank und tschüss. Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Die anfangs gezeigten Aufnahmen des doch recht entspannten Wolfes sind leider sehr besorgniserregend, denn es ist wissenschaftlich belegt, dass Wölfe vor einem Angriff die örtlichen Gegebenheiten genauestens prüfen. Es ist bekannt, dass vor einem größeren Übergriff die Raubtiere mehrere Tage vorher in regelmäßigen Abständen, wie eben hier auch, anwesend sind. Das war Wolf Info aktuell. Vielen Dank für Ihr Interesse. Sollte Ihnen unser Video gefallen haben, dann hinterlassen Sie uns doch bitte einfach einen Daumen hoch. Und wenn Sie uns abonnieren, verpassen Sie auch keines unserer weiteren Videos. Als denn, passen Sie auf sich und wenn Sie haben, vor allen Dingen auf Ihre Tiere auf.